Ab hier müssen wir jetzt dokumentieren. Ich denke mal, die Neonlampe an Zündspule angeschlossen, kennt ihr ja, ne? Die Schaltung und darum jetzt einen verzwirrten, drei Drähte sind es eigentlich, ne? Drei Drähte verzwirrt rumgewickelt. Das hier ist der Anfang, dieses lange Kabel. Und das Ende geht hier runter. Ja, am Anfang wollte ich kleine LEDs mit Aframengo-Pumpe dran leuchten lassen. Und die sind mir dann fast schon regelrecht durchgehauen, ne? Richtig hell geworden, warm geworden. Da habe ich gedacht, ui, da ist ja ordentlich Spannung da. Da habe ich mir dann eine größere Aframengo-Pumpe zusammengetüdelt. Ne? Hier in der Mitte geht man rein. Kann man das bei der ersten so ein bisschen erkennen. Ja, und habe dann, ne, zwischen den zwei Enden oben und unten 630 Volt gemessen. Ich habe gedacht, ui, das ist ja ganz schön viel. Habe die dann versucht, alle in Reihe zu schalten. Da kam dann am Ende nur noch 460 Volt raus. Also war ganz so toll. Ja. Da irgendwann habe ich dann angefangen, mal Leuchtstofflampen ranzuhängen. So eine, ne? Weil LEDs haben ja nicht funktioniert. Aber besser gesagt, haben schon, hat nur zu gut funktioniert. Ja, und dieses Kabel, was ich jetzt hier aufgedröselt habe, war vorher komplett zusammen. Das tue ich jetzt auch nochmal zusammendrehen. Weil ich glaube, dann kann man es am besten sehen. So, jetzt haben wir es wieder zusammen. Jedenfalls ein bisschen, ne? Dass die hier vorne nur ganz, ganz nah jedenfalls aneinander sind. So. Und Bedienimotor einschalten. Ist hier. Läuft und Zündspule ein. So, warum die jetzt mit leuchtet, weiß ich nicht so richtig. Die ist normalerweise ausgeschalten. Die zwei leuchten jetzt schön mit Zündspule. So, da ist die eine Seite. Die eine Seite davon geht an die Erde. Die andere Seite, mal gucken, ob es geht. Nee, noch nicht. Ah, doch. Ja, muss doch weiter zusammen oben, oder hier? Ah, okay, also. Ich dachte, da muss ich mir eine kleine Spike-Gap-Brücke bauen. Ah, das habe ich einfach nicht bekommen. Gut. Lass uns nochmal eine Spike-Gap-Brücke bauen. Jetzt klappt's. Jetzt leuchtet sie. Und hier oben sparkelt es schön vor sich hin. Klappt. Gar nicht mal so schlecht. Ist das noch heller? Oh ja. Dimmbar ist es also auch. Aua. Überall Hochspannung drauf. Das wird heller. Das wird heller. Ich denke, so kann man sich noch eine dritte Lampe mit hinbauen. Jetzt holen wir auch gleich noch. Ja, fein.
super Wetter dafür. Jedenfalls funktioniert es jetzt endlich. Die Lampen hier drüben sind alle mit Zündspule, werden die betrieben. Ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, ne? Und die in der Mitte hier, die wird jetzt nur, also die eine Seite ist offen. Ja, also hier unten ist zwar ein rotes Kabel, aber das hängt hier, sieht man jetzt gar nicht, ne? Das hängt hier einfach so rum. Hier sind die drei Enden von dem Anfang dieser Wicklung. Und hier sind die anderen Enden. Mhm. Ja. Wie Kerzenlicht. Hm? Echt krass, was da für eine Leistung zusätzlich noch drin ist hier in dem Ring. Wenn man noch eine Lampe dann betreiben kann. Hier geht es dann zur Erde. Erde angeschlossen. Ja, das ist das diffuse Licht, ne? Und wenn man dann mal kurzzeitig, wenn man sich ein bisschen was zu essen machen will und hier brodelt der Kochtopf und hier drüben brutzelt es auch irgendwie. Ja, dann kann man ja, ne, falls das mitten in der Nacht passieren soll, hochfahren. Ich fahre hoch. Ja, ich glaube, das ist maximal. Ja, und jetzt ist das alles schon ein kleines bisschen heller, nicht? Es piecht auch ein bisschen. Das ist aber wirklich nur diese Wicklung hier außen dran. Also wer da irgendwie eine Idee hat, wie man dieses Piechen wegbekommt, wäre ich echt dankbar drüber. Weil vorher war es dann nämlich nicht gewesen, das Piechen. Naja, jedenfalls habe ich jetzt viel mehr Licht als vorher. Und meine Stromzange hat total Nonsens angezeigt. Ne, ihr könnt es ja selbst mal ausprobieren. Die Schaltung kommt dann gleich danach. Die wird auch immer irgendwie dazu mit heller, obwohl der Schalter hier ausgeschalten ist. Da wird dann alles im Schaltplan mit eingefügt. So, ich mache mal wieder ein bisschen diffuses Licht. So, jetzt ist es nämlich von hier aus nicht hörbar. Dafür hört man das Gewitter ganz gut. Ja, und so lasse ich dich jetzt vor sich hin duckeln. Aha. Ja, herein! Ich mach's doch ein bisschen heller.